Das hier ist eine Potenz, genau. Potenzen bestehen aus Grundzahlen oder auch Basis genannt und Hochzahlen oder auch Exponent genannt. Und man versteht diese exponentielle Schreibweise hier als eine wiederholte Multiplikation dieser Zahl hier unten, dieser Grundzahl. Und die 3 gibt die an, wie oft. Also wir schauen mal hier, das wäre also in dem Fall, wir müssen diese 2 dreimal aufschreiben. 1, 2, 3 wiederholt multiplizieren und dann können wir uns das Ergebnis hier gleich herleiten. Also 2 mal 2 ist 4 mal 2 ist 8. Machen wir gleich noch so ein einfaches Beispiel. Wie wäre es mit 3 hoch 2? Da weißt du jetzt also, okay, das bedeutet, ich muss diese 3 hier, die Basis, zweimal aufschreiben, einmal dazwischen setzen und dann können wir das schon ausrechnen. 3 mal 3 ist gleich 9. Wie wäre es mit 5 hoch 7? 5 hoch 7. 5 hoch 7, das ist eine enorm riesige Zahl. Warum? Wirst du gleich merken. Wenn du dir diese 5 wie oft aufschreibst? 7 mal, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das alles miteinander multiplizierst? Halleluja, Socki, da kommen wir aber auf eine ganz schön große Zahl. Das schreibe ich jetzt hier nicht hin. Erstens weiß ich es nicht auswendig und zweitens ist mir das jetzt zu anstrengend auszurechnen. Aber du kannst es ja aus Spaß an der Freude mal in den Taschenrechner eintippen. Also wenn du Zahlen hast, die als Potenzen hier aufgeschrieben werden, dann bedeutet es, dass sie in der Regel sehr riesig schnell anwachsen. Also je größer die Basis und je größer der Exponent, desto riesiger der Anwachstum hier. Jetzt schauen wir mal. Also wir sind jetzt hier mit Variablen vielleicht ein bisschen neugierig. Was passiert denn mit Variablen? Schreiben wir zum Beispiel mal auf 3x. Und das Ganze machen wir vielleicht nochmal mal 3x. Und das Ganze machen wir nochmal 3x. Also was wäre sowas? Können wir sowas umschreiben? Du darfst hier das Kommutativgesetz anwenden, weil wir haben ja hier überall ein Mal dazwischen. Das heißt, du darfst die Reihenfolge dieser Zahlen ändern. Du könntest also sagen, 3 mal 3 mal 3 gefällt mir besser, mache ich zuerst und danach mache ich dann x mal x mal x, also x mal x mal x, dazwischen steht hier natürlich auch einmal. Wenn wir uns das dann hier so zusammen anschauen, was fällt dir dann auf? Diese 3 hier ist ja nichts anderes als diese Version der Schreibweise, das heißt, du kannst das exponentiell ausdrücken, du kannst es als Potenz schreiben. Das wäre also in dem Fall 3 hoch 3, genau, 3 hoch 3. Und dann haben wir hier ein Mal dazwischen. Und dann ist das x hier auch 3 mal aufgeschrieben worden, mit sich selbst multipliziert. Also x hoch 3, x hoch 3. Also hier haben wir das x hoch 3. Und wenn du dir nochmal die linke Seite anschauen möchtest, vielleicht kannst du dir gleich vorstellen, dass hier 3x ja auch als eine Basis verstanden werden könnte. Das heißt, diese ganze linke Seite könnten wir auch ausdrücken als 3x in Klammern hoch 3. Siehst du? Weil dann hast du nichts anderes gemacht, als das hier dreimal aufzuschreiben. Und damit hast du den Exponenten 3 und hier ist dann deine Basis. Also wir können festhalten, dieses schöne Potenzgesetz, dass wenn man eine Basis hat und die hoch 3 berechnet werden soll, und die Basis ein Produkt aus zwei Faktoren oder mehr ist, dann können wir die einzelnen Faktoren hinschreiben und auch gleich potenzieren mit dem Exponenten hier. Jetzt können wir vielleicht hier noch schnell aufschreiben, was 3 hoch 3 ist. 3 hoch 3 wäre 3 mal 3 ist 9 und mal 3 ist 27. Also kommen wir hier insgesamt auf 27 x hoch 3. Auf diese Art und Weise lassen sich also längere Terme ziemlich kurz schreiben, vereinfachen, schneller aufschreiben. Schauen wir uns an noch ein Beispiel. Je mehr Beispiele, desto besser. Haben wir noch eine übrige Farbe hier? Wie wäre es mit 6 hoch 3 mal, sagen wir, 6 hoch 6? Wie können wir sowas umschreiben? Auch nicht weiter schwierig, meinst du? Hast recht. Also wir haben hier die 6 hoch 3. Das müssen wir die 6 dreimal aufschreiben und einmal dazwischen setzen. Dann haben wir unser Mal hier, ja? Und da müssen wir die andere 6 hoch 6 ja auch noch ausführlich hinschreiben. Also das wäre 1, 2, 3, 4, 5, 6 mal aufgeschrieben, einmal dazwischen. Du siehst, diese Zahl ist wieder ungeheuer riesig. Der erste Abschnitt hier ist 6 hoch 3. Und der zweite Abschnitt hier in grün, das ist nur 6 hoch 6.
Und wenn wir dann sehen, dass das alles zusammen ja die gleiche Basis ist, dann können wir gleich eigentlich aufschreiben, das ist das gleiche wie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die Basis 6 aufgeschrieben. 6 aufgeschrieben, wie oft? Einmal, dreimal hier und dann nochmal zusätzlich 6 mal hier. Also wir haben sie 3 plus 6 mal aufgeschrieben. Das heißt, wir könnten das vereinfachen und sagen, 3 plus 6 ist 9. Wir haben sie 9 mal aufgeschrieben. 6 hoch 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hier ist also nochmal nachzuvollziehen, warum, wenn du Potenzen mit gleicher Basis multiplizierst, kannst du die Exponenten einfach addieren und dann kommst du trotzdem auf das richtige Ergebnis. Also als Abkürzung das bitte schon mal merken. Bevor ich jetzt gleich auf eine neue Seite muss, quetsche ich hier oben noch eine Abschlussübungsaufgabe für dich hin. Also sag doch mir mal bitte, was ist 2 hoch 2 mal 2 hoch 4 mal 2 hoch 6? Du musst sie mir nicht unbedingt ausrechnen, aber sag mir mal, wie man das vereinfachen kann. Versuch mal. Genau, ich hoffe, du hast jetzt gesagt, das ist das gleiche wie 2 hoch 2 plus 4 plus 6. Und dann kriegen wir das gerade hier noch so hin. 2 hoch 4, 5, 6. 6 plus 6 ist 12. Jawollo. Und jetzt machen wir es ein bisschen abstrakter. Und zwar folgende Übungsaufgabe. Wir überlegen uns, was könnte sein? X hoch 2, machen wir mal x hoch 2, mal x hoch, was sagen wir mal? Sagen wir mal x hoch 4. So, also wir haben jetzt hier die gleiche Basis. X ist die Basis, das ist die gleiche Basis. Und dann haben wir einmal hoch 2 und einmal hoch 4. Das heißt, was wir machen müssen, laut unserer schönen Regeln, ist, wir sagen, x hoch 2 mal x hoch 4 ist das gleiche wie x hoch 2 plus 4. Und das ergibt dann natürlich x hoch 6. Und wenn du mir das jetzt nicht glaubst, dann mache ich es nochmal ausführlich. Also wenn wir überlegen, x hoch 2, das wäre x mal x. Und x hoch 4, das wäre 1, 2, 3, 4 mal das x hingeschrieben. Mal dazwischen nicht vergessen. Und dann sehen wir, dass das im Großen und Ganzen ja das genauso gleiche ist, wie wenn wir uns die x hinschreiben und sagen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, x 6 mal aufgeschrieben, x hoch 6. Machen wir noch so ein abstraktes Beispiel. Sagen wir doch mal a hoch 3. Und dann packen wir das Ganze nochmal in Klammern und nennen das dann nochmal hoch 4. Und dann haben wir gesagt, wir können uns das hier als Basis vorstellen. Das heißt, wir müssten das eigentlich viermal aufschreiben. Also wir müssten aufschreiben a hoch 3 einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und das wäre dann genau das gleiche wie wir machen wiederholte Multiplikation dieses Exponenten hoch 3. Das heißt, wir müssen die alle addieren. Also das wäre das gleiche wie 3 plus 3 plus 3 plus 3. Also 3 plus 3 plus 3 plus 3. Und das entspricht, könnte man auch anders sagen, 1, 2, 3, 4. Wir haben die 3 viermal wiederholt addiert. Ja, und wir kommen dann zu a hoch 12. Und das könnte man also hier auch gleich sich angucken und sagt, okay, wir nehmen Exponent mal Exponent, also 3 mal 4 und kommen dann auch hier natürlich zu a hoch, oh, Entschuldigung, falsche Farbe, a hoch 12. Also ob die Basis jetzt hier eine echte ganze Zahl ist oder nicht, eigentlich wurscht die. Man kann die Regeln auf alle Variablen genauso gut anwenden. Bevor wir jetzt gleich noch ein komplizierteres Beispiel rechnen, schreibe ich noch mal schnell auf eine Zusammenfassung. Also wir haben gesagt, wenn wir x hoch a haben und das Ganze mal x hoch b rechnen, was können wir da machen? Wir können das vereinfachen zu x hoch a plus b. Okay, also das war eine Regel. Dann haben wir des Weiteren gesagt, wenn wir ein Produkt als Basis haben, also xy zum Beispiel, und das hoch a nehmen, dann dürfen wir das umschreiben in x hoch a mal y hoch a, in x hoch a mal y hoch a.
Ja. Und dann haben wir als dritte Regel, die wir jetzt hier schon so schön behandelt haben, haben wir gesagt, okay, wir können uns auch vorstellen, wir haben x hoch a in Klammern hoch b in Klammern hoch b. Was müssen wir für diese Fälle uns überlegen? Da sagen wir einfach, okay, das entspricht x ist gleich a mal b. A mal b. Okay, soweit zur Zusammenfassung. Und dann machen wir doch jetzt mal einfach eine schöne, komplizierte Aufgabe. Und die habe ich schon mal für dich vorbereitet. Und zwar sieht die so aus. Guck mal. Also ich habe hier nochmal zum Schmummeln unsere Regeln daneben geschrieben. Und das ist doch eine schöne Aufgabe. Was haben wir denn hier? Also wir haben hier, Klammer auf, 2 mal x mal y hoch 2, Klammer zu, mal, Klammer auf, minus x hoch 2 mal y, Klammer zu, hoch 2, mal, Klammer auf, 3 x hoch 2 mal y hoch 2, Klammer zu. Okay, ich fange mal mit dem Mittelpart hier an. Wir können uns vielleicht das umschreiben. Also wir haben hier ein Minus vor dem x stehen, damit dich das nicht zu so verwirrt, würde ich aber sagen, wir interpretieren das mal als minus 1 mal x. Und das Ganze haben wir hier als Basis hoch 2. Das heißt, wir müssten aufschreiben minus 1 hoch 2. Dann kommt das x hoch 2 hoch 2. Also das wäre hier diese Kombination. Also müssten wir sagen, mal x hoch 2 mal 2. Und dann haben wir noch y hoch 2. Ist ja bloß einfach hier. Und dann können wir das schon wieder nochmal weiter vereinfachen und sagen, okay, also minus 1 mal minus 1 ist einfach nur 1. Die lasse ich jetzt aus Faulheit einfach mal weg. X hoch 2 mal 2 ist x hoch 4 und das dann nochmal y hoch 2. Jetzt schreiben wir nochmal die restliche Aufgabe davor, dass wir uns hier nicht verhapseln. Kommt also hier dazu. Mal, kann man auch dazwischen schreiben, wenn man möchte. Dann haben wir hier noch 3x Quadrat y Quadrat. Okay, jetzt gucken wir mal. Also wir haben jetzt hier eine schöne lange Multiplikationsaufgabe. Wir haben ja überall ein Mal dazwischen. Das macht man sich noch mal schnell klar, ja? Und wenn wir Mal nehmen, dann ist die Reihenfolge beim Ausrechnen schnurzpieps wurschti. Das heißt, wir könnten jetzt ein bisschen umsortieren. Lass uns mal erstmal hier vielleicht die ganzen Zahlen aufschreiben. Also wir haben hier eine 2 und dann haben wir hier noch mal eine 3 und das war's dann schon. Also 2 mal 3 machen wir jetzt mal am Anfang. Jetzt machen wir alles, was mit x irgendwie zu tun hat. Wir haben hier einmal also mal x, dann haben wir hier nochmal ein x hoch 4, dieses hier, und dann haben wir nochmal ein x hoch 2. Nächster Schritt wäre dann das y, da haben wir hier also y hoch 2, dann hier nochmal y hoch 2 und dann hier nochmal y hoch 2. Du siehst, der Wust löst sich so langsam in Wohlgefallen aus. 2 mal 3, das können wir auch schon ausrechnen, ist 6. Jetzt machen wir die ganzen x hier. Also was haben wir hier? Wir haben x mal x hoch 4 mal x hoch 2. Nur ein x ist quasi x hoch 1. Also nur ein x, dann musst du dir vorstellen, das entspricht x hoch 1. Dann haben wir hier ein x hier, dann 4x hier und 2x hier. Also wir haben x hoch 1 plus 4 plus 2. Mal vergessen. Und dann haben wir hier noch y hoch 2 plus 2 plus 2. Dann vereinfachen wir noch weiter. Dann kommen wir zu 6. Was ist jetzt hier diese Lösung von diesen ganzen x'en? Also haben wir 6x hoch, das ist 4, 5, 6, 7. Und dann haben wir noch die y'se. So sagt man es, glaube ich, nicht. Y. Ys. 2 plus 2 plus 2 ist natürlich dann 6, also hoch 6. Und damit sind wir fertig. Mehr können wir jetzt leider gar nicht vereinfachen. Also dein Ergebnis wäre 6x hoch 7, y hoch 6. Aber das sieht auch schon sehr viel übersichtlicher aus als dieser Krempel hier oben. Würdest du mir zustimmen, oder? Und dank dieser schönen Gesetze, dieser Potenzgesetze, dieser Regeln für die Exponenten können wir das also recht gut vereinfachen. Jetzt kommt noch ein kleiner Nachschub als Denkansatz vor dem nächsten Video. Und zwar geht es um die spannende Frage, was ist denn, wenn der Exponent eine 0 ist? Also stell dir mal vor, du hast sowas wie 7 hoch 0. Was könnte das sein? Ich verrate es jetzt mal, 7 hoch 0 ist gleich 1. Hä? Was ist mit 3 hoch 0? Ja, ist auch 1. Und was wäre zum Beispiel 5 hoch 0?
Das wäre auch eins. Also wenn dir das total spanisch gerade vorkommt, dann mache ich dir so eine schnelle Tabelle, die vielleicht ein bisschen hilft, das ein bisschen logisch zu verstehen. Also stell dir mal vor, wir haben hier als Basis 3, ja? Und hier sind die Exponenten. Also hier hätten wir 0, 1, 2, 3. Okay? Jetzt überlegen wir uns, wenn wir sagen, wir haben 3 hoch 1, da wissen wir, das ist auf jeden Fall 3. Also wenn du dir überlegst, du musst die 3 nur einmal aufschreiben, ja, da ist dann nichts weiter mit multiplizieren, das ist einfach nur 3. Jetzt, wenn wir die 3 zweimal aufschreiben und ein Mal dazwischen setzen, dann kommen wir zu 3 mal 3 und das ist 9. Wenn wir die 3 dreimal aufschreiben und ein Mal dazwischen setzen, dann kommen wir zu 3 mal 3 ist 9 mal 3 ist 27. Und jetzt, was dir also auffällt, immer wenn du hier eins hochgehst, dann musst du mit 3 multiplizieren, richtig? Jetzt ist die Überlegung, vielleicht können wir jetzt es auch rückwärts machen. Wenn wir rückwärts gehen, dann müssen wir durch 3 teilen. Ja, um von der 27 zur 9 zu kommen, teilst du durch 3. Um von der 9 zur 3 zu kommen, teilst du durch 3. Und wenn du dir das jetzt so vorstellst, wie komme ich von der 3 hier in dieses Feld? Wenn wir da auch durch 3 teilen, dann kommen wir hier zur 1. Dam, da, da, dam, dam. Mehr dazu im nächsten Video.